Da lang zu gucken wäre zwar interessant, aber ne. Allgemein hätte ich auch gerne besseres Licht, aber ich habe im Handbuch, jedenfalls in den nächsten Zirkeln, die wir so zugreifen können, keinen wirklich besseren Lichtzauber gesehen. Also nicht, warum das so dunkel ist, das geht eigentlich, sondern eher wegen der Karte. Was haben wir da? Eine Schriftrolle. Und ein Zauberstab. Und wir wissen bei beidem nicht, was sie machen. Wir hätten vielleicht doch mal Lore steigern sollen. Oh, was zur Hölle? Warte mal, da ist was. Da ist was halb in der Lava drin. Da. Du, da rein. Nothing to get. Ich sehe da. Ah, too far away to take. Kaschan. Müssen wir jetzt rauf levitieren, oder wie? Ja, so sehen wir es nicht mehr. Aber scheint so eine Secret zu sein. Too far away to take. Nee, okay. Du bist schon levitieren? Wo war levitieren? Auf der PK. Nee, du bist nicht levitieren. Alle weg. PK. Ja. Okay. Oh. Wir können nicht weiter zurück levitieren. Ah, so geht das, okay. Geht schnell das Ding nehmen. Das wird zu schwer sein. Too far away to take. Die wollen wir doch verarschen. Jetzt muss ich warten, bis ich richtig gewobbelt bin und dann im richtigen Moment. Nee, geht auch nicht. Oh, okay. Too heavy. 10. Und hoch. Und weg. Okay. Das ist jetzt besser ein total tolles Schwert. Serviceable Jewel Sword. Ja, es ist ein gutes Schwert. Aber es ist nicht etwas, was wir nicht schon mal gehabt hätten. Aber gut. Trotzdem eine interessante Aktion. Das markieren wir doch mal. X. Schreiben wir hier hin. X gleich. Achso, das ist amerikanische Tastatur. X gleich Jewel Sword. Ja? Sonst wird das ja alles zu wuselig. Und jetzt würde ich gerne nach Westen und dann gleich wieder nach Süden gucken. Also Westen. Achso, das ist der Gang hier. Mit dem komischen Knopf. Das ist unser Stock, das ist unser Stock. Also einmal haben wir ihn gedrückt. Und wir haben nicht gesehen, dass irgendwas passiert ist. Also benutze ich den jetzt nochmal. Ja, getriggert. Das heißt, wir haben ihn jetzt zweimal gedrückt. Er ist also in der Ausgangslage. Gucken wir doch mal, ob jetzt irgendwo was anders ist. Vielleicht hat sich einfach irgendein Gebiet geöffnet. Und wir haben nicht gesehen, dass sich verändert hat, weil wir ja zuerst den Knopf gedrückt hatten und dann hier alles erforscht. Aber so auf den ersten Blick sehe ich nicht viel. Oh, hier war der Geist. Komische Sache. Na gut, wir behalten den Stock einfach im Inventar und falls wir irgendwo nicht weiterkommen, können wir nochmal hier rumprobieren. Markiert hatte ich den Schalter. Nee. Da, S. Auch wenn man sie nicht so sehen kann, aber S ist immer Schalter. Nehm. Das heißt, hier ist soweit erstmal nichts mehr. Das heißt, hier rüber springen wir, der nächste Tagesordnungspunkt. Also nach Osten, genau. Da müsste da irgendwann eine Stelle kommen, wo man über Lava springen muss. Nicht hier. Hier schaut... warte mal. Nee, das ist nicht richtig. Das ist der Nordausgang. Genau. Ja, nee. Wir müssen von hier aus nach Süden. Also dadurch. Und der Raum, der dann aufgedeckt wird, ist zwischen den beiden Gebieten, die ich aufklären will. Genau. Und es gibt ja einfach eine Verbindung. So.
Und auf die andere Seite, damit die Karte vollständig ist. Was ist dahinter? Hey, ich hätte richtig gerne ein etwas länger haltendes Levitate. Aber na gut. Hier waren wir schon überall. Jo. Also zurück zum Hauptkorridor, links rein. Und danach können wir uns... ja, wo umsehen? Hier ist eigentlich gar nicht so viel. Außer hier sind noch irgendwo Abzweigungen. Weil hier das Gebiet scheint... obwohl, warte mal, da können wir noch gucken. Aber das Gröbste scheint so abgeschlossen zu sein. Aber es sind sehr viele NPCs. Also kannst du es gut haben. Ich muss schon mit Flickkarte gucken. Genau, Westen. Also kann man es gut haben, dass die ganze Etage hier eigentlich nur dafür da ist, mit den Leuten zu interagieren. Ja. Okay, es ist nur ein weiteres Verbindungsstück zu dem Hauptraum, der die Flügel verbindet. Komm, geh, weg. So. Können wir jetzt sagen, ob das Ding die Form einer Sanduhr hat? Nicht mehr mit viel Fantasie. Nee. Also vielleicht ist es hier noch so schräg, aber dazu müssten wir levitieren. Oh, den einen Raum haben wir ja noch nicht. Also Nordosten und den rechten Raum. Wer bist denn du? Nee, nicht weglaufen. Komm her. Ah, was ist das? Oh, du hast mich erschreckt. Ich war inmitten eines lebendigen Traumes. Nachdem ich etwas von dem Inzens benutzt habe. Mhm. Ich hatte die schreckliche Vision von einem großen Dämon. Inzens zu benutzen bringt einen dazu zu träumen? Weil wir hatten ja schon ein paar Mal Inzens gefunden gehabt, aber wir wussten nie, wie wir es benutzen sollen. Oder wir haben es einfach nicht benutzt, weil wir dachten, es ist für was Wichtiges. Es war kein normaler Traum, aber ein Traum, den man nach dem Inzensgeruch geträumt hat. Also wohl eher so eine Art Vision. Genau, Inzens sorgt dafür, dass man sehr lebhafte Träume hat. Und sie sind immer wahr. Jedenfalls auf eine besondere Art und Weise. Okay. Nimm einfach einen Block von Inzens und halt ihn über eine Fackel, um einen Rauch zu erzeugen, der, wenn man ihn inhaliert, den Traum erzeugt. Wir müssen unbedingt zurück zu unseren Rumpelkammern und da das Inzens einsammeln. Okay. Obwohl, warte mal, hier waren auch in dem einen Raum, wo der Schalter mit dem Stock war. Da lagen, glaube ich, auch drei Inzensen. Die können wir nehmen. Aber ja, zurück zu seinem Traum. In meinem Traum war es ein Dämon. Also ist es wirklich ein Dämon, der uns alle bedroht. Kann da nichts getan werden? Wenn mein Traum trauen darf, ist der Dämon zu mächtig, um von irgendeinem Sterblichen getötet zu werden. Es muss dazu gebracht werden, auf einem anderen Wege aus dieser Welt hinausgedrückt zu werden. Wahrscheinlich mit den Talismanen. Die brauchen wir dann doch alle. Falls ich einen Dämon treffe, werde ich das in Gedanken behalten. Okay. Aber ja, ein sehr guter Hinweis mit den Inzensen. Das heißt, wir dürfen hier echt keinen NPC auslassen. Was mit dir? Ein neuer Abenteurer in unseren Reihen, Vielleicht würdest du gerne deine magischen Kräfte erhöhen? Was für eine Frage ist das? Ja, gerne. Nun, dann hör genau zu. Denn ich werde dir erzählen, wie man einen Vars Runenstein bekommt. Den mächtigsten Runenstein, den es überhaupt gibt. Das ist eine Falle, oder? Gehe in unsere Meeting Hall und von da aus nach Osten. Und schieße zwischen die Augen. Dann platziere ein Emerald auf jeder der vier Plattformen in den Ecken. Gehe zurück in die Mitte des Raumes und drücke den grauen Knopf.
Also wir bräuchten 4 Emeralds, das würde ja gehen. Aber was für Augen meinte er? Das könnte auch mal wieder ein Test sein. Vielleicht Gier oder so. Ob wir unbedingt alles haben wollen. Ich schreibe es trotzdem mal auf. Also Meeting Hall. Und ich mache das auch jetzt auf meinem Zettel und nicht auf der Karte, weil wenn ich jetzt das wegklicke, dann ist es vielleicht ganz weg und wir kriegen die Instruktion nicht wieder. Das ist nicht so schön wäre. Also Meeting Hall, Osten, Shoot, Eyes, also Between Eyes. Wobei damit nicht unbedingt wirklich Augen gemeint sein müssen, sondern vielleicht sehen die Räume dann aus wie Augen oder sowas in der Richtung. Dann ein Emerald in jede Ecke. Warte mal. Danach platziere ein Emerald in jeder der 4 Plattformen in den Ecken. Achso, ich dachte schon, ich muss auf jeder Ecke jeder Plattform einsetzen. Das wären dann 16 Stück. Das wäre doch ein wenig viel verlangt. Aber ja, ein Emerald in each Plattform. In Klammern Corners. Also die werden irgendwo in den Ecken sein. Dann zurück in die Mitte des Raumes und grauen Knopf drücken. Back, Middle Room. Gray, Button. Okay, ich werde deine Instruktion Folge leisten. Sehr komisch. Guck mal jetzt auf die Karte. Also wo ist der Meeting Room? Das könnte hier in der Mitte sein. Sind aber keine 4 Plattformen. Oder doch? Warte mal, das ist ja alles Höhenunterschiede. Wir gehen mal nach Westen und dann da in dieses Dingens rein. Also hier raus. Darum. Nein. Warum liegt hier so komisches Zeug auf dem Boden? Wer bist du? Achso, das ist der Identifizierer. Nee, danke, danke, danke. So. Wo ist hier der Ausgang? Ah, hier ist der Ausgang, okay. Also hier ist der Ein- und Ausgang. In der Mitte, denke ich, wird der Meeting Room sein, oder die Meeting Hall. 4 Plattformen. Nö. Das wird nicht die Meeting Hall sein. Ich gehe von der Meeting Hall aus nach Osten. Schieß zwischen die Augen. Also es wäre entweder hier oder hier könnte man auch rauskommen, wenn man unten die Plattform benutzt hätte. Also diese treppenähnlichen Dinger da. Schieße zwischen die Augen. Ich hoffe mal nicht, dass da ein Magier irgendwo steht. Ne, hier ist ein... Okay, da wäre ein Magier, aber das ist in einem extra Raum und all sowas. Ich denke nicht, dass das gemeint ist. Marble Wall. Außerdem sollten wir nicht einfach so Leute erschießen, nur weil ein anderer Magier das sagt. Gursas Ring, da geht's runter. Da oben war die Bücherei. Das hier war ja alles mal die Schule. Ich glaube, wir sollten die einzelnen Bereiche nochmal abgehen und gucken, ob da irgendwelche Schriftstücke an der Wänden waren. Bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Also wie zum Beispiel bei der Bücherei auch stand, wirklich Bücherei. Und Bücher sofort zurückgeben, wenn man sie ausgeliehen hat oder irgendwas in der Richtung. Also ja, danach sollten wir suchen. Und wir sind schon wieder bei dem Identifizierer. Also hier rum, hier rum, hier rum, hier rum, so. Ups. Genau, die Dinger hier. Privatbesitz. Mhm. Oh. So. Was haben wir hier? Das ist jetzt der Ostflügel. Der Ostflügel hat keine Beschriftung. Aber gehört offensichtlich auch zu denen. Ist schon mal sehr geräumig. Und ich höre komische Geräusche. Keine Secrets. Das Geräusch ist komisch. Ich glaube, ich suche noch mal ganz kurz diesen Nachtsichtzauber raus. So. Licht, nein. Night Vision. Das da. Und das da.
Husch. So. Und jetzt gucken wir mit dem Auge nochmal die Wände an.